EA Sports. It's in the game. Hallo und willkommen zurück bei The Journey zu FIFA 17. Und ja, nachdem wir einen Mega-Start mit unserem Hunter hingelegt haben in der Liga, geht es nun weiter. Ich glaube, jetzt geht es nämlich in das Pokalspiel und da sollen wir, also wenn ich mir das richtig angeguckt habe, werden wir sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen. I think you learn quickly, no? Klar doch, ich bin ja der Hunter. I want you to start the League Cup match tonight. The chairman wants a good cup run. Let's give him one, no? Und ob er das kriegt. You won't be disappointed, Dino. Definitiv nicht. Der Hunter wird uns in die nächste Runde schießen. Beziehungsweise wir werden Newcastle in die nächste Runde schießen. Glaub, das trifft's eher. So, wir sind hinter Williams auf, ja, mehr oder weniger die falsche 9. Oder vielleicht sind wir auch einfach ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler. So geht's also raus. Die EFL Cup hier sieht jetzt nicht sonderlich viel. Das sind die Ergebnisse, die bisher noch nicht stattgefunden haben. Naja, gut. Liga kennen wir ja. Und jetzt raus, ab aufs Spielfeld. Zum allerersten Mal von Anfang an dabei. Alex Hunter. Endlich. Es wurde aber auch mal Zeit. Keep cool, Junge. Alle Nerven zusammenhalten und dann gib ihm! Sounds like they came for a show. Just give them one then. So sieht's aus, Alex. Das ist die richtige Einstellung. Williams und Alex. Ich glaube, die beiden passen perfekt zusammen. Auch wenn es anfangs nicht so geil war. Bei der ersten Begegnung. Hier zu Hause, im eigenen Stadion. Geht's jetzt rund. Im St. James Park. Mit Newcastle United. Ich finde die Trikotwahl wieder perfekt. Ich muss gucken, ob man das irgendwo einstellen kann, immer. Also spielen wir Weiß-Blau gegen Weiß-Schwarz. Super. Super Trikotwahl, Leute. Oh, da haben wir schon die allererste Möglichkeit. Oh, Spitzenwinkel. Schade. Die erste Chance in der Partie. Und er kommt gut rein. Nur nicht gut genug. Schön den Ball behauptet, da ist Alex. Jetzt wird es gerade mal schwierig, aber der kommt zu nah vor das Tor. Ja, hier und heute muss auf jeden Fall ein Sieg her. Wir wollen ja im Pokal was reißen, oder? Und das ist stark von Richie. Behauptet da den Ball, kann er sich da noch durchsetzen gegen zwei, wird schwierig. Und jetzt Flanke aus dem Halbfeld, aber tick zu weit nach vorne. Schade. Ah, starker Einsatz, aber zu heftig. So wie es scheint, zumindest wurde es zurückgepfiffen. Ah, sauber geklärt ist anders. Ah. Ja, da muss mehr kommen von uns. Wenn wir hier erfolgreich sein wollen heute.
Bisher ist das ein sehr überschaubares Spiel, nicht wie gegen Ipswich Town, die wir ja mehr oder weniger relativ schnell im Griff hatten. Die Queen's Park Rangers machen uns das Leben da schon schwieriger. Und ich sag mal, QPR ist ja nicht gerade Laufkundschaft, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und den hat er super gesehen. Dadurch viel Freiheiten. Ah, schade. Der Pass wollte gerade rüberkommen. Aber leider hat es nicht ganz gereicht. Ja, 20 Minuten durch. Bisher ein gutes Spiel. Guter Zweikampf jetzt hier von Alex Hunter, der jetzt einfach mal durchgeht. Hunter! Und dann, ja, wohin mit der Kugel? Da kommt die Flanke und die kommt richtig gut. Und dann, was zum Geier, was macht der da? Wer ist denn da dazwischen gesprungen? Der wäre perfekt für unsere Nummer 10 gewesen. Und dann springt da einer mitten rein und versaut uns das Spiel. Na super. So, Hunter muss das alleine machen gerade. Schönes Dribbling, der Schuss dann zu ungenau. Also bisher macht er ein gutes Spiel. Da soll wohl einer sein Auto wegschätzen. So, jetzt vielleicht mal die Chance. Ah, schade, die Idee war gut. Aber war auch schwer umzusetzen, muss ich ehrlich zugestehen. Der war gut, noch besser. Jetzt erstmal rüber, da ist viel Wiese frei. Ah, wieder der letzte Pass, der nicht sitzt. Schöner Ballgewinn. Einmal hinten rum. Und der war gut. Jetzt kriegt er da. Ah. Immer noch ein Fuß dazwischen, bevor es dann. Der war gar nicht gut. Bevor es dann in den Strafraum selbst geht. Hinten stehen wir ziemlich sicher. Queen's Park nach anfänglicher Offensive mittlerweile. Ah, ich krieg ihn einfach nicht in Position. So, nächster Versuch, nächster Anlauf. Über Anita. Der geht einfach mal durch. Immer noch Anita. Raus auf die andere Seite. Wieder verpassen sie es. Den Ball sauber reinzuspielen. Ah, schade. Drei Minuten Nachspielzeit in Halbzeit 1. Also halt mal fest, in Halbzeit 2 muss mehr passieren. Das war noch nicht das Wahre. Ja, das ist noch zu wenig. 0-0. Keine neuen Erkenntnisse bis hierhin. Very early in his career, Alex Hunter. It's a hard level to make an immediate impact. What do you think so far, Alan? Ja, sein erstes Spiel war gar nicht mal so schlecht. Jetzt hier im zweiten, wo er von Anfang an spielt, tut es sich noch ein bisschen schwer. Aber ist noch alles drin, unser Alex, oder? So, wie sieht's aus? Beeindruckende Übersicht bei diesen Steilpässen. Du bist mit deinen Kurzpässen enorm erfolgreich. Ja, habe ich auch festgestellt. Gibt es Wechsel? Sieht nicht so aus. Aber so langsam sollten wir mal ein Tor machen, weil es ist halt keine Liga hier, sondern das ist Pokal. Da müssen die Tore schon fallen, wenn man in die nächste Runde will. Oh Gott, was war das denn? Und der macht da erstmal Turnübungen.
oder Bodentourenübungen, nenne ich es einfach mal. So, Alex Hunter schickt da Richie gut in den Lauf. Der kommt auch gut an und jetzt vielleicht mal. Und der Nachschuss. Oh, erwischt Anita nicht richtig. Das war doch mal eine richtig gute Tormöglichkeit. Gut rausgespielt, eingeleitet durch Hunter. Aber dann auch gut weitergeleitet in die Mitte von unseren Mitspielern. So, jetzt aber vielleicht. Nee, das war zu eigensinnig. Mai, also die Anfangsphase hier ist mal richtig, richtig gut. Der erste Wechsel, Tiote für Hayden. Es bleibt dabei, es bleibt einfach spannend. Und das war gut von Damit, wie er da mitmacht. Schön auf den Hunter in die Mitte gelegt. Hunter legt nochmal ab. Und dann kein Abschluss. Aber Norris die Gefahr nicht ganz vorbei. Schön gemacht. Gut durchgesteckt. Das muss es doch sein. Gibt's das? Wieder nix. Oh Gott, das war ganz schlecht. Mann, Mann, Mann. So eine Riesenchance gerade. Wie kann man die denn nicht nutzen? Eine Stunde durch. Zwei Drittel des Spiels sind gelaufen. Einwurf jetzt für Newcastle. Und es geht Amöbi. Für ihn kommt Sissoko. Das hat er schon gegen Ipswich ganz gut funktioniert. Und das war wieder ein starker Pass von The Hunter. Und dann laufen sie alle falsch ein. Ich glaube, da war noch einer dran, deswegen gibt es Einwurf für uns. Okay. Wieso spielt der nicht? Schöner Ballgewinn. Jetzt kann der Hunter. Ah, der Pass, der war eigentlich gut gedacht, nur dann halt schlecht umgesetzt. Und wieder ist es der Hunter. Alex Hunter sorgt gerade für viel Wirbel. Ah. Und dann verliert er die Kugel. Jetzt muss langsam was passieren. Sonst haben wir hier unsere erste Verlängerung. Und da ist die Chance und da ist endlich das Tor. 1:0 für Newcastle. Lang hat es gedauert, aber dann ist doch der Bann gebrochen. Schön reingespielt, ich glaube Sissoko war es, der das dann eiskalt macht, aufs kurze Eck. Sissoko, ja, ja. Schön verwandelt, dieses 1:0, perfekt ins Tor gesetzt. Und der nächste Wechsel, es geht. Sterry, für ihn kommt Jesus Gomez. Damit ist die nächste Runde ganz nah. Auch wenn wir uns schwer getan haben. Wir sind zwar die bessere Mannschaft, das muss man wohl so sagen, aber Queen's Park ist halt nur mit einem Tor im Rückstand, hat uns lange das Leben ja, im Angriff schwer gemacht. Wir haben wirklich ganz schwer nur die Lücke gefunden. Hey! Und jetzt Alex Hunter, nimmt doch mal die Kurve. Hunter, und das ist er drin. Da trifft er wieder. Alex Hunter, was ein Tor. Da sieht er einmal die Chance und geht dann auch noch durch und erzielt hier.
Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, ob ihr es raushören konntet, aber ich glaube, ich habe erst überlegt, singen die United oder ich glaube aber, es hieß Hunter. Wie geil ist das denn bitte? Man wird von den eigenen Fans nach vorne gepeitscht als Hunter. Wow. Was eine geile Nummer. Gefällt mir umso besser. Und nochmal der Hunter. Noch einmal, aber ich glaube, diesmal wird es schwierig. Immer noch Hunter, Hunter, diesmal als Vorbereiter. Wow. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Es wäre aber ziemlich cool, wenn es wirklich Hunter heißt. Richie, Man of the Match. Drei Minuten Nachspielzeit. Dann war es das. Hunter einmal getroffen. Und da ist er schon wieder am Ball. Wieder im Strafraum. Alex Hunter. Und das 3:0. Dank einer super Vorlage von Hunter Williams. Und Hunter, es hat funktioniert. Am Ende wieder ziemlich deutlich. Also, halten wir fest. Für Newcastle scheint die letzte Viertelstunde oder die letzten 20 Minuten, sagen wir es mal so, das zu sein, wo sie nochmal richtig Gas geben. Und das war's. Ein 3:0, nächste Runde erreicht. Newcastle ist dabei im Lostopf. Und Alex Hunter war wieder sehr gut heute. Damit können wir noch leben. So kann es in die Liga gehen. 3:0 Erfolg. Schöne Übersicht, klasse Vorlage. Unglaublich, wie präzise deine Pässe bei der Chancenerarbeitung sind. Beeindruckende Übersicht in den Steilpässen. Und du hast im Strafraum viel geackert und hast, das hat sich ausgezahlt. Schönes Tor. Ja, wieder eine 9,5, wieder eine Top-Note. Haben wir hier West Ham dabei? Ich sehe sie gerade nicht. Aber Liverpool ist bei euch, Arsenal durch, Chelsea durch. Also die großen Namen, alle in der nächsten Runde. Spielbelohnung natürlich. Startelf-Bonus. Yay! Dann noch ein Torschützen-Bonus. Und das schlägt sich natürlich auf unseren Transferwert nieder. Und damit sind wir sowas von in der Startelf. Unser Trainer kann sich praktisch gar nicht satt sehen an uns. Gut, gut. Mal sehen, was jetzt zu hören gibt nach diesem Start beim neuen Verein Newcastle United. So, erstmal gibt es hier nette Sachen zu lesen. Alex Hunter ist am Ball der reinste Augenschmaus. So sieht's aus, Kalu. Ich hätte gerne noch so ein paar Tore wie das von Alex Hunter, sagt Michael Mahoney. Und EA Insider Newcastle und Hunter holen sich den Sieg. Ja, so ein Zufall aber auch, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, schauen wir mal kurz rein. Ergebnisse Liga, okay, nichts Besonderes. Das ist der EFL Cup. Ist ein bisschen verwirrend. In der nächsten Runde, keine Ahnung. Ich blick da nicht so ganz. Ah, das ist das, die spielen noch. Okay. Ist da West Ham dabei? Nee, ist kein West Ham dabei. Okay. Aber ich könnte ja mal eben ganz kurz schauen. Nee. Hatte gedacht, die spielen vielleicht noch, aber ist nicht der Fall. Okay, gehen wir mal eben kurz weiter. Und Training. Dribbling. Wir haben ein bisschen Dribbling. Dribble die, dribble die, dribble die Brew. Buongiorno. I hope you are all well rested and ready for training today. Ja,
Ich bin vollkommen ready for the training. Heute ist... We must refresh our dribbling technique before the next match. I want tight control and the pace. Forza, let's go. Alles klar, rein geht's, enge Ballführung und ein Dribbling-Parcours. Ja, mal schauen, wie ich damit so klarkomme. Dribbling ist nicht gerade meine Stärke, muss ich ehrlich zugestehen. In diesen Minigames war ich noch nie sonderlich gut. Gut, hier nehmen wir mal das Tempo raus. Soweit wie es geht. Dann darum, darum, zack, zack, komm, darum. Darum, 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 zack, 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 zack und hier raus. Einmal rumgedribbelt und dann ab ins Tor. Exzellent, hey, Coolio, Note A, was will ich denn mehr? Und dann als nächstes der Dribbling Parcours. Mal schauen, wie das Ganze dort ausschaut. Jetzt schon ganz miese, eine ganz miese. Ich gebe mir alle Mühe, wirklich. Gut, das wäre geschafft. Jetzt sollen wir hier dribbeln. Komm, Alex. Sauber, Alex. Passt. Sehr gut, Alex. Und dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm, Alex, Tempo, Alex, jawohl, sauber. Und rein in die Bude. Ja, lief doch besser als erwartet. Gutes Ergebnis, zweimal Note A, mal wieder. Richtiger Trainingsmeister. Dürfte uns ein ganzes Stückchen weiter nach oben bringen. Natürlich sind wir nach wie vor in der Startelf. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der gute Williams ist, glaube ich, der zweite von links. Nun gut, auf jeden Fall haben wir das hinter uns gebracht. Und ja. Das war es dann wohl auch schon wieder für diese Folge. Vorher haben wir noch eine Mail. West Ham ist aus dem EFL Cup raus. Mit Hunter wäre sicher eine Runde oder zwei mehr drin gewesen. West Ham fliegt raus. What the shit? Are you kidding me? Habe ich West Ham irgendwo übersehen? Ich gehe gerade nochmal eben durch. Nein, nein, nein. Da nix West Ham. Da nix West Ham. Also, entweder übersehe ich sie gerade oder das ist einfach nur. Naja, wird einfach da reingeschrieben. Okay, nächste Runde geht's für uns gegen Blackburn. Glaube ich. Ist das? Leicester gegen Liverpool. Geile Runde. Nun gut, aber das war's dann für dieses Mal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht's mit Alex Hunter in die nächste Partie. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sagt euch euer Bussard, haut's rein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.